Dungeon Survivor 3. Ein wirklich sehr cooles RPG-Spiel, was ich entdeckt habe. Und der Name lässt erstmal nicht so viel vermuten, wie tatsächlich dahinter steckt. Wir haben hier ein wirklich sehr strukturiertes, storygegebenes RPG-Spiel, wo wir in unseren Hauptaufgaben uns durch Dungeons bewegen und dann mit unseren Helden gegen Monster kämpfen, Gegner, müssen teilweise Entscheidungen treffen, mit unseren Ressourcen managen und das Ganze erinnert so ein bisschen an den klassischen RPGs, wie sie früher sind, mit wo man durch einzelne Räume geht, so im Ultima-Style, falls das noch jemand kennt. Wobei das hier relativ sich noch im Zaum hält. Die Kämpfe sind hier automatisch, das heißt, taktisch ist hier nicht sehr viel gegeben. Aber dennoch bietet es einen hohen Wert, sage ich mal, dieses Spiel. Wenn wir Dungeons begehen, haben wir ein Team aus 6 Helden, die wir an der Stelle unterschiedlich zusammenstellen können, mit unterschiedlichen Fähigkeiten, und die greifen automatisch an mit ihren Skills, die auch je nach Bewaffnung sich ändern können, und wir können dann halt mit der Zeit sogenannte Kriegsschreier auslösen, die dann besondere Fähigkeiten sind, wie wir das jetzt hier gesehen haben. Da schieben wir dann an der Stelle die Helden von die hintere in die vordere Reihe und damit lösen sie da diesen Kriegsschrei aus. Das ist im Prinzip so der Kernpunkt des Spiels. Das ist hier unsere Oberfläche. Wir haben verschiedene Karten, die wir erkunden. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Ja, das ist jetzt unsere aktuelle Karte. Wir können dann auch noch auf andere gehen und haben hier verschiedene Bereiche, die wir erforschen können oder auch Charaktere, mit denen wir sprechen können und auch Missionen zu erfüllen. Gehen wir mal zum Beispiel jetzt zu diesem Watchtower. Gehen wir einfach mal rein. So, hier können wir uns unser Team theoretisch aussuchen. Wir können auch sagen, okay, wir ändern das. Oder wir ändern komplett unser Team oder nehmen sogar noch ein zweites. Können hier unsere Formationen auch ändern und die dann dementsprechend mitnehmen. Wir können auf eine Webseite auch uns bewegen, um dann diverse Builds uns anzuschauen, wo diverse Taktiken auch erklärt werden. So, jetzt ist, glaube ich, auch der Ton weg. Nicht ganz so schlimm, hoffe ich. So, gehen wir mal wieder rein in den Kampf. Übrigens, wir haben jetzt hier solche etwas schwacheren Gegner. Da ist jetzt, sage ich mal, nicht sehr viel notwendig. Und bei diesen Kämpfen können wir auch sagen, okay, wir überspringen diese einfachen Kämpfe. Und dann macht er das halt automatisch. Da müssen wir gar nicht viel machen. Das heißt, jemand, der da ein bisschen Zeit sparen möchte, der kann das an der Stelle sehr gut machen. So, jetzt ist die Frage, kann ich hier... Ne, der Ton ist weg. Naja, manchmal hat man auch mehrere Ebenen, wie hier. Und manchmal hat man auch innerhalb der Ebenen einzelne Extra-Quests, wodurch man vielleicht dann diesen Ort erneut besuchen müsste. Es gibt hier also wirklich sehr viele RPG-Elemente, die mit eingebaut sind und bietet definitiv eine schöne Erfahrung, was das Storytelling betrifft und auch die Geschichte an sich. So, wir haben jetzt hier zum Beispiel auch so ein Event, wo wir sagen können, okay, wir haben
eine Falle oder einen Angriff, was machen wir? Und dann muss man nach den Werten der Helden gehen, um dann dementsprechende Entscheidungen zu treffen. Die Monster und auch die Angriffe sind sowohl in Physis als auch in magisch unterschieden. Und dementsprechend macht man dann auch mehr Schaden oder weniger und muss dann auch mal diverse Taktiken ändern. So, damit haben wir das jetzt, glaube ich, auch dann geschafft. Statue erhöht dann so unsere Seelen, die wir brauchen, um unsere Leute hochzuleveln. Und damit haben wir den Tower erreicht. Es gibt natürlich hier auch viele Events. Ja gut, hier haben wir jetzt nur so eine Sammel-Event. Wir haben aber, wo da haben wir die Events. Einige Events, die bestimmte extra Missionen haben, aber ich glaube, jetzt ist hier gerade keine dabei. Naja, sieht gerade nicht so aus. So, ich habe das Spiel mal neu gestartet, um den Sound wiederherzustellen. Ja, wir haben auch an der Stelle so eine genannte Basis, den Arcane Realm, wo viele unserer Funktionen auch ja, aufzufinden sind. Wir können sie natürlich auch über unseren Schaltflächen finden, aber hier haben wir teilweise auch andere Sachen, wo wir dann besondere extra Sachen haben. Wie zum Beispiel hier haben wir unsere Datenbank an Monster, wo wir pro Monster, was wir ja besiegt haben, einmal Edelsteine bekommen oder hier auch verschiedene Waffen, die an der Stelle extra Boni mit sich bringen. Der Campfire ist an der Stelle unser Teleportationsmittel, mit dem wir in verschiedene Bereiche gehen können, die wir vorher schon abgeschlossen haben, wie wir hier sehen. Denn hier gibt es da einen sogenannten Ferdinand. Das ist ja so eine Art Boss, wodurch wir Ressourcen kriegen können. Da haben wir dann in dem Moment ein Zeitlimit, wodurch der immer stärker wird. In der Regel kann der uns eigentlich nicht töten. Aber wir müssen auf jeden Fall jede Menge Schaden machen. Was mir auf jeden Fall besonders gut gefällt, ist die Animation und die Darstellung der Charaktere. Die finde ich wirklich sehr gut gelungen und sehr schön dargestellt. Auch die Hintergründe haben hier eine sehr schöne Grafik und auch die ganze Umgebung ist halt eher so ein bisschen leicht RPG-artig angehaucht mit relativ wenig, ja, ich sag mal, es ist schon detailliert, aber es geht halt nicht so sehr in die Tiefe, aber das reicht hier vollkommen aus. Und das macht das Spiel auch wirklich sehr schön. Ja, wir haben auch eine Beschwörungsmöglichkeit, beziehungsweise unsere Helden, die wir besitzen. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Gehen wir mal kurz in die Heldenliste rein. Alamank, genau. Haben hier verschiedene Seltenheitsgrade. Wir haben an der Stelle Blau für, ja, ich sag mal, wobei Blau ist noch nicht Standard, Grau wäre halt das erste. Dann haben wir Blau, die etwas selteneren oder die seltenere Variante. Dann haben wir Lila für Episch und Gelb dann für Legendär und wir können die Legendären dann noch erwachen lassen, um die halt im Aussehen zu verändern und auch ja, von den Skills her sie zu erweitern. Ist ein wirklich cooles System. Wir gehen jetzt einmal hier rein und haben wir genug? Ne, wir haben nicht genug. Wir beschwören jetzt einfach mal ein, wie sich das so aussieht, denn
wenn wir einen Helden haben, dann kriegen wir, ja, ich sag mal, solche Steinchen. Wobei wir in jedem Fall Steinchen kriegen, in der Regel. Und wenn wir einen Helden bekommen, den wir schon haben, aber bessere Qualität, dann wird er halt abgegradet. Das probieren wir jetzt mal hiermit. Denn hier ist quasi die kostenlose Beschwörung, womit man, je nachdem zu welchen Zeit man online geht oder wieder online geht, kann man sich das so eintakten, dass man sagt, okay, ich lasse 20 Stunden durchlaufen und dann kriege ich 4 Beschwörungen, wenn ich dann nach 20 Stunden wieder reinschaue. Und da haben wir jetzt eine Sonderbeschwörung angesammelt, eine legendäre von jemandem, den ich noch nicht habe, und der wurde jetzt aufgewertet. Sehr schön. So, mal gucken. Eintauschen können wir ja nicht. Man könnte auch sagen, man möchte jetzt einen legendären Helden haben in einer, also einen Helden in einer legendären Stufe, und könnte dann halt nach seinen Beschwörungen die Sachen eintauschen. So dass man wirklich nachher ein gutes Team an Helden hat. Die Helden sind dann ausgestattet mit Rüstungen, Fähigkeiten, die durch die Level gesteigert werden, und dann noch Traits, die wir auch ändern können. Ein sehr interessantes System an der Stelle und bietet auf jeden Fall einiges noch an, ich sag mal, Deckbuilding oder Building von den Charakteren. Wir haben hier dann auch noch die Möglichkeit, mehr über die Charaktere zu erfahren. Das heißt, jeder Charakter hat ja auch so seine eigene Story, was auch sehr schön ist. Und genau, hier haben wir dann die Seelen unten links, die wir zum Upgraden benötigen. Und ab einem gewissen Punkt, meistens so bei 60 zum Beispiel, können wir dann sagen, okay, wir werten die Person jetzt nochmal um einiges auf. Und dann würde sie halt die nächste Levelhürde sprengen, dass sie dann halt weiter hochgelevelt werden kann. Das Erwachen ist dann so genannt, ja, wie dann die Helden in einer anderen Form aussehen können und was sich dann verändert. Wir haben hier jetzt unseren normalen Helden, wie wir sehen, und wenn wir auf Erwachen gehen, würden wir sehen, dass sie sich um einiges verändert. Dazu benötigen wir dann halt diese zusätzlichen Steine oder halt welche, die extra davon sind, wenn man ja, den Helden legendär hat und den ein weiteres Mal legendär kriegt, dann kriegt man so eine, ja, ich sag mal, Marken für diesen Helden, dass da die Beschwörung dann weniger kostet. Genau. Gucken wir mal kurz rein, so als Beispiel noch, wie das so aussieht. Und danach ist dann an der Stelle erwachte Statusstufe 1 und dieser kann auch weiter hochgetrieben werden. Hier war zum Beispiel noch eine und dann kann man die hochleveln. Ein sehr cooles System, wobei es natürlich das kein neues System ist, aber allein die Tatsache, dass man hier keine Helden in dem Sinne sammelt, sondern, also wie man in anderen RPGs das der Fall hat, sondern die Helden werden, man erhält die Helden und dann werden sie nur noch verstärkt und erweitert, aber man sammelt dann nicht Helden unendlich mal, dass man die dann, ja, irgendwie mit fusioniert mit anderen oder sowas in der Richtung. Das ist hier nicht der Fall und finde ich relativ gut. Es gibt dann noch sogenannte Artefakte, die dann Werte steigern, je nachdem, was man braucht. Und diese kann man dann auch, je nachdem, wie hoch man vom Level ist, dann hochleveln. Alchemierum ist quasi der Shop. Und ja, dann haben wir eigentlich auch so das Wichtigste mit drin. Wir können ja auch noch Nahrung zu uns nehmen, die dann auch Werte steigert, HP, Magieangriff, und wir können auch an der Stelle Felder anbauen, wo wir dann auch Nahrungsmittel bekommen. Wir können auch selber noch was kochen. Also es gibt hier wirklich eine ganze Menge Möglichkeiten, die, ja, was man machen kann. Werden auch immer neue Sachen freigeschaltet, beziehungsweise gibt es hier auch öfters
kleine Geheimnisse zu entdecken auf den Kartenbereichen, Sachen, die man hier anklicken kann. Hier haben wir jetzt eine Seele, der wir auch was geben können. Hier haben wir eine Brücke, wo wir gegen extrem starke Gegner kämpfen können. Können wir fischen. Hier gab es mal früher so eine Brücke von Tentakeln, wo man eine Truhe hatte. Also es gibt hier wirklich einiges zu entdecken. Inwiefern das Ganze denn Multiplayer technisch aussieht, ist mir noch nicht ganz klar. Es gibt eine Gilde, wo ich jetzt rausgeflogen bin durch Inaktivität, weil ich das Video schon ein bisschen vor mich hergeschoben hatte. Ich gucke mal nach, ob ich hier irgendwo reinkomme. Ja. So. Im Prinzip ist die Gilde noch relativ unspektakulär. Wir haben eine Challenge gegen einen Boss. Da wird der Schaden dann genannt. Man kriegt dann halt auch an der Stelle Belohnung dafür, ähnlich wie bei den einen Gegnern, den wir schon hatten. Wir haben eine Minute Zeit, um die Gegner anzugreifen. Also das Deck oder ich sag mal die Zusammenstellung der Helden, die ich jetzt habe, sind auch nicht optimal. Aber das ist jetzt das, was ich jetzt aktuell mir zusammengestellt habe. Ist auf jeden Fall, wie gesagt, sehr schön anzusehen, sehr schöne Grafiken, sehr schöne Animationen. Und für jemanden, der wirklich auf Rollenspiele steht mit Tiefgang, für den ist das hier definitiv ein schönes Schmuckstück. Wir haben dann hier natürlich auch härtere Bosse, wenn wir eine bestimmte Anzahl an normalen Bossen besiegt haben von der Gilde, und dann gibt es noch diverse andere Events. Shops, die wir dann auch besuchen können, wo wir unsere Sachen ausgeben können. Und das ist eigentlich, was die Gilde so bisher bietet. Wir können uns dann hier mit anderen noch messen, je nachdem wie weit man ist. Aber so eine Arena habe ich bisher noch nicht erlebt, was aber auch nicht schlimm ist. Es ist wirklich dann eher so an die Rollenspieler gerichtet. Ja, das war's zu dem Spiel. Dungeon Survivors 3. Was man nicht vermuten würde, dass so ein Spiel dahinter steckt. Also ich kenne die ersten beiden Teile nicht. Bin hier nur zufällig drauf gestoßen und muss sagen, bin positiv überrascht, was dieses Spiel einbietet. Und ja, wie gerade schon gesagt, für jemanden, der auf schöne Rollenspiele mit Tiefgang und schönen Grafiken an der Stelle setzt, der kann hier wirklich ein schönes Spiel bekommen. Genau, hier können wir den Sound noch ändern. Ja, in diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch sagt dieses Spiel vielleicht etwas zu oder hat es gefallen. Und in diesem Sinne viel Spaß beim Spielen und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao!